So. Wie sieht man das am besten? Viele kleine Brocken mit rauskommen. Also da ist durchaus einen ganzen Haufen Zeug drin, was da nicht reingehört. Well, I'm country fine. I like my chicken fried. I like to walk barefooted through the countryside. Well, I'm country folk. I like to roll my smoke. So, Gude zusammen, heute ist es endlich soweit, es schneit. Ende Januar, der Winter geht jetzt los. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Audioqualität, die Kamera habe ich heute dabei ohne Mikrofon, hat damit zu tun, dass ich unterm Auto ein paar Schrauben lösen muss, da will ich euch mitnehmen, da ist die Kamera mit Mikrofon stören, deswegen machen wir das heute mal wieder mit dem guten alten GoPro Action Sound. Jo. Das erste, was ich jetzt machen will, ich will den Motor spülen, dafür muss ich den 30 Minuten ja laufen lassen. Will also so viel wie möglich von dem Schmott, von dem Scheiß, der da so drin ist, rausbekommen. Bei den aktuellen Temperaturen ist natürlich leer machen, Wasser reinfüllen und dann starten keine Option, da ist es mir zu riskant. Wir haben knapp unter 0 Grad, hier drin geht es zwar, aber ich will nichts riskieren. Und aus dem Grund lasse dann erstmal 30 Minuten den Motor laufen und werde aber vorher schon einmal unten gucken, dass ich die beiden Ablassschrauben anlöse. Beziehungsweise zumindest mal eine, weil die andere sitzt hinterm Starter, der muss dann ab und ohne Starter starten ist blöd. Jo, Kühler habe ich da, die ganzen anderen Teile habe ich ja auch, da haben wir ja schon gesehen. Kühlflüssigkeit habe ich da, Spülmittel habe ich da, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen Kühlwasser ab. So, einmal habe ich zur Hand. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Handy aufbekommen, ob das heute klappt. Ich probiere mal reinzupusten. Eine kleine Änderung heute. Ich will versuchen, das Video immer noch amüsant zu halten, aber ein Ticken weniger einfach nur lustige Sachen reinbringen, dass ihr was zu lachen habt, sondern ein bisschen mehr Tutorial-Gehalt zu schaffen. Das heißt, wir werden mehr Schritte detailliert angucken, dass ihr mehr davon habt. Ich will ja nicht so viel ablassen, ich will nur so circa 600 ml rauskriegen, dass das passt und ich da genug von meinem Spülmittel reinlaufen lassen kann. Den, oh, wo ist er? So, wie gehabt, das gute Liqui Moly Kühler Pipapo. Ich bin gespannt. So, Saft. So, soll in den betriebswarmen Motor nach 30 Minuten laufen. Motor ist jetzt nicht ganz betriebswarm, aber ich bin vor einer Stunde heimgekommen. Riecht schon noch gar nichts. Bin da mal gespannt. Rest davon. Das heißt, gerade so im Motor soll natürlich ein bisschen Schlubber abgelassen werden. Wir haben ja jetzt gesehen, wie es ausgesehen hat. Und gucken uns nachher dann mal an, was rauskommt, ob sich da wieder was gelöst hat. So, Reiniger ist durchgelaufen, 25 Minuten circa. Jetzt läuft die Brühe ab. Hier mal das Resultat. Man sieht auch sehr schön, dass unten viele kleine Brocken mit rauskommen. Also da ist durchaus einen ganzen Haufen Zeug drin, was da nicht reingehört. So, wir machen mal die langsame Ablauflösung, das heißt, wir warten erstmal bis der Großteil davon abgelaufen ist, gibt weniger Sauerei. In der Zeit können wir einfach mal anfangen, Kühlerteile abzumontieren. Overflow, Tankanschluss muss natürlich ab. Oh ja, komm her. Oh, wenn es kalt ist, ist alles steif. Geht einfach ab. Hinten einfach reindrücken, da ist so ein Schnuppel, der das hält. Einfach nach oben abziehen. Ich kann erstmal nebenhin, machen wir zum Schluss sauber. So, Schlauch ist leer. Riecht schon komisch, das Reinigungszeug, ey. So,
so. Dann machen wir erstmal die Stromzuladung weg hier am Spritzwassertank. Den Schlauch mache ich dann weg. Oder er geht von selbst weg. Keine Ahnung. Wenn ich es weiß, sage ich Bescheid. Es war einfacher als gedacht. Rechts einen dicken Schraubenzieher rein, links einen rein, beide Pads und dann einfach abziehen. Schlauch abziehen, zweiten Connector unten abziehen und gut, das ist total easy. Kann ich euch aber oben nochmal ein Video verlinken. Da sieht man, wie das funktioniert, weil ich habe es ja jetzt nicht wirklich gemacht. Jetzt mache ich noch den unteren Kühlerschlauch ab, lasse da den Rest noch rauslaufen. Und dann können wir eigentlich wieder Thermostat ausbauen, sprich Lichtmaschine weg, Riemen weg, Thermostat raus. Ja, gucken, dass der Rest abläuft. Und dann geht es tatsächlich auch schon an die Drain Bolts. Sitzen ein bisschen versteckt. Das werde ich jetzt heute nicht mehr schaffen. Werde ich morgen auch nicht schaffen. Bin ich beruflich weg. Aber am Wochenende zwei Stück. Dann spülen wir das ordentlich durch. Machen die Schläuche innen drin nochmal sauber. Machen nochmal einen Backflush vom Heatercore etc. Und dann haben wir das auch. So, auch da wieder. Einmal Schelle lösen. So, aber jetzt. So viel ist es ja nicht mehr. Haben wir schon alles ab. Das war das. Und jetzt machen wir erstmal den Kühlerschraub ab. Das gute Stück hier. Damit wir dann den Kühler abbekommen. Ja. Haben wir da. Bisschen zu groß, aber es ist nicht schlimm. Ist nicht fest zu. 13,32 habe ich jetzt genommen. Ja, keine Ahnung. Was sind das? 8er vielleicht. Ich weiß nicht. Muss man umrechnen. 13,32. Na komm. Ja, Nummer 2. Sehr schön. Lecker Haare, ungedöns. Also raus geht das Ding schwierig, ohne den Lüfter abzumachen. Lüfter abmachen ist so eine Sache, habe ich eigentlich jetzt keine Lust drauf. Deswegen bleibt das jetzt einfach da drin liegen. Ich muss ja nur den Kühler rausziehen können, das geht ja. So, dann machen wir noch den Kühler ab. Muss eigentlich ganz gut abgehen. Ich glaube, der hat nur die zwei Bolts hier oben. Das ist eigentlich ganz okay. Oh. Auch du, Brutus. Ah, da war der Finger dazwischen. Oh, das hat mich da. Ah, leck mich. So. Die sind hier schon alle ab, das ist gut. Die sind sowieso hops. Purrungs, tu das laut. Oh, das ist mal wieder offene Knöcheltage. Der ist noch neu, der ist noch alles drin, was China groß gemacht hat. Dennoch sind die. Das ist immer noch draus. Jetzt ist es draus. Ach Gott sei Dank. So. Da kommt der Gutste. So. Jetzt müsste man eigentlich noch Platz haben, um den Schlauch rauszubekommen. Sehr schön. Den machen wir nämlich schon auch nochmal richtig sauber. So sieht das gute Stück aus. Herrlich, oder? Eigentlich müsste es so sitzen. Meine, weiß gar nicht, sieht so aus, als wären meine Lüfterblätter auch schon mal irgendwie Enten reingeflogen. Alles verdellert, aber who cares? Who cares? So, ja, kann man sich eigentlich jetzt schon reinstellen zum Arbeiten. Eigentlich ganz cool. Ich muss vielleicht auch mal meine,
mein Lenkgetriebe nachstellen. Da ist ja jetzt die Nachstellschraube frei. Das werde ich dann auch gleich mal mit auf die Liste setzen der To-Dos. Aber erstmal, wie gesagt, Coolant Flush. So, da sieht man auch, meine Wasserpumpe habe ich auch ein leichtes Leaking. Ein bisschen rosa, da ist die Schelle nicht fest genug angezogen gewesen. Das habe ich aber schon gemacht. Ja, nehmen wir mal den Lösch hier wieder runter und gehen noch mal ins Thermostat, dass wir das heute auch noch rausbekommen. Hier die Riemengeschichte erledigen. Was eigentlich recht easy ist. Wenn man einmal dran war und weiß, wie es gemacht wird. So, dann hängen wir da mal drüber. Dann unseren Einbolzen hier vorne. Luftfilter wieder runter. Das mache ich jetzt direkt. Ist der aus dem Weg. So. Lose. Ist ja einfach. Ist ja alles fest drin. Connector ab, dass wir uns nichts kaputt machen. Und dann kann die auch ein bisschen Loch machen nach unten. Auch schon weichen. Da oben sind wir noch lose. Müsste eigentlich auch dieselbe Nussgröße sein. Ja, mache ich jetzt die hier ab. Und hinten die, dann kann ich das Ding wegnehmen. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch. Ja, bringt aber nichts. Die AC-Lines sind ja fest, das wird nichts. So. Schauen wir mal, dass wir den Wichslurch hier noch kriegen. Wie habe ich das letzte Mal nochmal gemacht? Einfach so weggedrückt oder hatte ich da irgendeinen Plan? Ich mache jetzt einfach mal hier oben die Klemme auf, die kleine, dann kann ich nämlich da bequemstens dran arbeiten. Dann gucke ich mal, ob ich den hier noch rausbekomme. Ja, geil. Jo. Ja, komm, ich hab das unten doch bestimmt abgemacht gehabt. Mhm. Wieder zusammen. Und dann hübeln wir den mal einmal da raus. So, das reicht eigentlich so schon. Ich komme ans Thermostat etc. dran. Zu groß. Nachfluss. Wenn das Vakuum im Block weg ist. Ne? So, erste Thermostatschraube. Zweite Thermostatschraube. Stehen bleiben können. Und dann Thermostatgehäuse. Es ist Wahnsinn, wie das einfach aussieht. Da sitzt von außen nur der Gummi drauf. Und das ist komplett voll mit Schloppes und Scheiße, also das ist unglaublich. Und das Thermostat herausgenommen werden und da war gar nicht mehr viel drin, siehst du. Das sieht aber verhältnismäßig diesmal sogar noch gut aus. Man erkennt noch Metall, das ist sehr selten. Vielleicht mache ich das sauber, nimm es nochmal? Nee. So viel Geld sparen müssen wir tatsächlich auch nicht. Dann mache ich mal noch den Schlauch am Kühler ab, dass wir den auch grundreinigen. Habe ja alles durch die normalen Schlauchschellen ersetzt. Von daher kriege ich die auch alle gleichermaßen ab. Ja.
was ja auch noch weg soll, ist der Connector. Ich will ja auf jeden Fall hier, den Connector auch tauschen. Da ist jetzt noch dieser Stahlconnector drin, der kommt jetzt auf jeden Fall weg. Da kommt auch jetzt ein Kunststoffteil rein, das nicht mehr rosten kann. Das schon anguckt, wie das Ding aussieht, braun und rostig und ohne Ende voll mit Plörre, das muss da nicht drin bleiben. So, oh geil, crusty, musty, ja, genau so sieht es nämlich dann auch immer in der Kiste aus, das kommt da nicht mehr rein. Zum Abschluss kleines Recap. Wir haben Kühlmittelspülung gemacht. Wir haben den Kühler rausgenommen und den Fan Shroud. Haben die Schläuche abgemacht. Haben das Thermostat schon raus. Wir haben den rostigen Verbinder schon raus. Was auch noch rauskommt, ist hier der schon angerostete Eingang, dieses Eingangsstück zur Wasserpumpe. Und dann tauschen wir die ganzen Teile aus, nachdem wir alles ordentlich gespült haben und bauen es wieder zusammen. Also ist noch ein bisschen was vor uns, aber ich würde mal sagen, so ja, gute 2-3 Stunden Arbeit, dann sollte das Ganze wieder am Stück sein. Moin moin, Tag Nummer 2, doch einen Tag früher als gedacht. Jetzt will ich erstmal die Drainplugs unten aufmachen. Sitzt einer auf der Beifahrerseite, der ist gut erreichbar. Und einer auf der Fahrerseite, der ist ein bisschen beschissen erreichbar, sitzt der Starter davor. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Starter lösen und abnehmen, dass wir da dran kommen und den Plug auch öffnen können. Willkommen zurück hier unten. Das ist einer der beiden Starter Bolts. Der andere sitzt oben drüber, der ist scheiße zu erreichen, aber ja, da kommen wir halt nicht drum rum. Also werden wir jetzt erstmal den unteren lösen und dann mit der Verlängerung wieder an den oberen rangehen. Das ist wieder maximum unbequem und wie ich die Sache sehe, habe ich auch einfach wieder die falsche Nuss am Start. Ich hasse mein Leben, weil ich einfach zu dumm bin, um mitzudenken. Boah, es ist gerade am Arsch. Ohne Witz, das letzte Mal, dass ich was ohne Hebebühne mache hier. Ein Kackbock. Für was habe ich eigentlich eine gekauft? Bitte, pass einfach. 9/16. Ja, ist das nicht mein Ernst, oder? Wieso nehme ich eigentlich nur den verkackten Scheißkoffer einfach mit? Und? Yes. Sie passt. Gott sei Dank. So, ich lasse die mal noch ein Stück drin, weil an die obere muss ich ja auch noch dran kommen. Und die will ja irgendwie dann auch gehalten sein, die Kiste, wenn ich den Scheiß raus habe. Deswegen, oh, jetzt komme ich wieder nicht gescheit hin, ey. Wir hatten das gebaut. Wie habe ich das denn das letzte Mal gemacht? Da gibt es bestimmt voll den einfachen Weg, wenn man es weiß. Ich weiß es aber nicht, deswegen ist das voll die Quälerei, Alter. Gut, dass das nur ganz kurze Bolzen sind und die auch relativ easy zu lösen, wie man sieht. Ich glaube, ich habe einmal. So, jetzt fällt uns das Ding bestimmt gleich in die Fresse, wie ich mich so kenne, mit meinem Glück. Deswegen habe ich mal meine Hand sicherheitshalber über uns schützend. Ich bin. Wow, da ist er schon. Oh, oh. Jetzt habe ich den mal da hingelegt. Jetzt ist hier frei und da sieht man jetzt den anderen Drainbolt. Gucken wir nochmal, was das war. Ich glaube, das war 1932. Ja, 1932 fitted. Dann kommt da einmal die Verlängerung drauf. So, ihr seht wahrscheinlich den Bolzen nicht, aber
Das ist auch nichts Weltbewegendes, weil das ist nur ein Bolzen. Und jetzt muss ich den einmal hier mit dem Breaker irgendwie angeknackt bekommen. So. Wir wissen ja, lefty loosey, righty tighty. Also einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und dann müssen wir leider bei dem Breaker schon wieder nachfassen. Kein Thema für den Breaker-Bar-User. Wenn hier nicht alles im Weg wäre, was im Weg sein könnte. Zack. So, und jetzt. Ich glaube, entweder habe ich den Kopf abgedreht oder ich glaube, ich habe die Schraube auf. Ist immer gut, wenn man sich schon mal seinen Möglichkeiten bewusst ist. Also entweder ist die Schraube ab oder sie ist offen. Boah. Ich glaube, sie ist noch nicht offen. Ich bin auch noch abgeholt. Nope. Oh, das ist, glaube ich, eine bessere Nuss. Die ist ein bisschen griffiger. Das war vorher wohl nur ein bisschen Rostauflage. War passender. Die drehe ich dann danach auch nicht mehr richtig fest. Die werden mit ein bisschen Teflonband gedichtet. Die würde ich gerne austauschen, jetzt wo ich den Zustand kenne. Muss ich jetzt mal leider schon so ansetzen, das ist recht bescheiden. Ah, oh, das war's. Dieses blöde, elende, oh, Winkelgetue hier. Nee, hier steht noch. Oh, ihr seid standhafte Männer. Die andere Seite hatte ich ja erwähnt, ein bisschen einfacher zu erreichen. Die habe ich auch schon locker gemacht. Die können wir dann einfach noch aufdrehen und gut ist. So. Oh Gott, Alter. Hier habe ich ja gar kein Spiel, ey. Ah, sie kommt. Herrlich. Sehr, sehr geil. Muss ich nur aufpassen. Die Chancen sind gut, dass nichts rauskommt. Weil einfach zu viel Matsch und Schlamm ist drin. Den Eimer unterstellen. Sonst liege ich nämlich gleich in der Pisse. Gucken, ob ich das händisch aufgedreht bekomme. Ja. Und wer hätte das gedacht? Kühlmittelfluss gleich null. Ein Wunder ist geschehen. So sieht das Ganze von innen aus. Sieht, wie man sieht, nicht so aus, als wäre Kühlmittel drin. Eher so, als wäre alles drin, bloß kein Kühlmittel. Und deswegen geben wir da jetzt erstmal einen kleinen Smash mit einem Schraubenzieher und stellen noch die große Wanne drunter, dass das ordentlich ablaufen kann. Das haben wir davon. Gut, dass die GoPro wasserdicht ist. Heiliger Bimbam. Gut, dass ich nicht drunter gelegen habe vor allem. Das ist geil. So, da oben genau. Geradeaus. Hier sitzt die zweite. Und diesmal bin ich vorbereitet. Und habe einen Eimer drunter stehen. Und ihr könnt mich alle mal hier dreckigen Schrauben. Boah, die hatte ich mit dem Breaker schon mal losgemacht, aber die hat sich das, glaube ich, nicht gemerkt. Ich bin so froh, wenn mein endlich hoffentlich passender Panzerkombi da ist. Ich bin so leid immer, wenn sich die Jacken hochklappen und man dann im Kalten, unten am Boden liegen, die ganze kalte Scheiße abkriegt. Oh Mann, ey. Wer hätte gedacht, dass 1,84 so eine unchristliche Größe ist. Nur weil die Bundeswehr kein Geld hat, größere Panzer zu bauen. Machen wir noch einen Wind und schauen wir mal, was da so mit der normalen Ratsche denkbar ist. Keinen möglichen Winkel. Oh, Penis, ey. Ich lieg ja auch so beschissen wieder, wie immer. Spritzt es dann einfach aus, ey, mit Silikon. Ich hab keinen Bock da drauf. Was ein Scheiß. Das
wäre, glaube ich, einfach gewesen, einfach die Freeze-Plugs rauszuschlagen und neue reinzumachen, als diese komischen Schrauben da rauszudrehen. Ohne Käse. So. Wah! Bei dem hat es gleich geklappt, aber wie wir sehen, mein Arm steht eigentlich ganz gut. Und da sieht es auch bedeutend besser aus als mir. Es ist auch direkt zu fassen selbst gelaufen. So sollte es sein. Schön. Ja, spritzt mich noch schön voll, die Pissmelke. Ja, genau. Ja, ist doch schon mal noch eine ordentliche Menge unten drin. Ne? Das ist halt all das, was man bei einem normalen Radiator Flush nicht mit rausbekommt. Also die ganze Scheiße bleibt dann da halt unbegrenzt drin. Das wollen wir ja vermeiden. So, jetzt kommt der Part, wo ich wieder den Verbinder draufstecke, den klaren Schlauch und den Heater Core in beide Richtungen ordentlich durchspüle, damit da auf keinen Fall mehr in irgendeiner Richtung was drin hängen bleibt. Also, wir nehmen uns dafür das erste Rohr, das in den Heater Core reingeht, schieben da dieses Kunststoffstückchen rein. Das musst du jetzt nicht so ultra fest da drin stecken, nicht festgezogen werden, weil wir geben da jetzt keine 24 Bar. Da mache ich wieder meinen klaren Spülschlauch drauf, mit dem ich dann runterkomme, dass es direkt auch wegläuft und nicht irgendwo in den Motor hier reinsifft. Das will ich hier vermeiden. Und glaub mir, bei Minusgraden mit Wasser zu spielen, ist so ziemlich das Geilste, was man überhaupt tun kann. Ja. So, mit dem gehe ich da einfach rein, den halte ich ja fest. Das muss nicht massiv sein. Achtet auf den Schlauch hier. Da kommt jetzt die ganze Plöre durch, die wir rausspülen. Und dann sehen wir genau, was da so drin rumeidelt. So. Und das sieht auf keinen Fall klar aus, wenn ich das mal so am Rand bemerken darf. Das machen wir jetzt so lange, bis das klar ist. Und dann von der anderen Seite genau das gleiche wieder. 3, 4, 5 Mal. Zwischendrin immer mal kurz setzen lassen. Und dann wieder einmal Druck geben. Ah, jetzt sieht das Ganze schon besser aus, wie ihr sehen könnt. So, das war jetzt der eigentliche Backflush, das heißt, das war jetzt die Rückwärtsspülung. Da ich aber auf jeden Fall auch vorwärts daran will, baue ich das Ganze jetzt um. So. Aber der Kühlwasserschlauch ist eigentlich eine recht angenehme Angelegenheit. Wieder ein Wechsel. Wechselbad der Schläuche hier heute Abend. Wäre auch ein lustiger Titel für einen Pornofernsehgarten, wenn ihr mich fragt. Da kommt die Pisse. Und immer wieder braun. Guck. Das ist Pisse, Kacke, braun, Alter. So, mal gucken, was die Färbung jetzt noch so von sich gibt. Vollgas. Ja. So, da gehen wir dann nachher nochmal dran zum Schluss, um nochmal den Rest rauszuholen. Aber jetzt sind erstmal die anderen Teilstücke dran. Ne? Und das spüle ich jetzt erstmal, indem ich einmal wieder beide Heaterhoses da zusammenklemme und dann rückwärts durchspüle. Das heißt, wir gehen nochmal durch den ganzen Block und spülen alles nochmal unten raus. Beleuchtungstechnik aktiv. Jo, es plätschert. Ich bin überrascht, wie gut es funktioniert hat, muss ich sagen. So, und natürlich auch Thermostat einmal durchspülen. Dafür wieder. Oh mein Bein. Gehen da einmal runter. Nur zu sagen. So.
jetzt nochmal einen Rückwärtsflush. Gucken wir da nochmal. So, jetzt haben wir hier auf der linken Seite das alte Thermostat, auf der rechten das neue. Wenn wir uns das jetzt anschauen, gibt es einen gravierenden Unterschied. Das alte hat hier unten drin diesen Pin, der da rumjiggelt. Nennt sich daher auch Jiggle Pin. Den hat das neue nicht. Das bedeutet, das neue Thermostat lässt keine Luftblasen entweichen, solange es zu ist. Und solange Luft unten drunter ist, wird das Thermostat nicht öffnen. Heißt, wir haben ein Problem. Was man da machen kann, wenn man jetzt wie hier ein Thermostat hat, das keinen Jiggle Pin besitzt, man nimmt das Thermostat und bohrt einfach hier außen in diesen Rand ein kleines Loch, so 1,5 mm circa mit einem Metallbohrer, dann kann die Luft da entweichen. Das ist also egal, ob das jetzt einen Pin drin hat oder nicht, aber damit haben wir das auf jeden Fall abgefangen. Gute zusammen, Tag 3. Habe ja gestern alles soweit fertig gemacht, wieder zusammengebaut bis auf den Kühler. Was ich jetzt heute tun werde, was heute auf dem Plan steht. Zum einen habe ich hier noch so eine ganz einfache Sprühlanze als Aufsatz auf so einen Gardena-Anschluss. Und die hat, wie man sehen kann, ein relativ feines Nozzle von, also eine relativ feine Düse. Mit der will ich heute noch einmal unten die beiden Drainports auf jeden Fall durchblasen, wenn ich drankomme, dass ich da, was so in der Nähe sitzt, vielleicht noch mit rausspülen kann, was nicht einfach so mit abgeflossen ist. Und danach blase ich den Heatercore noch mit Luft aus. Habe ich gestern gar nicht dran gedacht, bevor ich ihn zugemacht habe, weil natürlich jetzt in dem Heatercore 1, 2, 3 Liter Wasser bestimmt drin stehen. Und ich will ja alles mit Antifreeze füllen und so wenig Wasser wie möglich noch im Kreislauf drin haben, wegen Rost etc. Zusätzlich werde ich hier unten, werde ich hier unten den Rahmen noch ein bisschen putzen, dass das nochmal ein bisschen sauber ist. Und natürlich auch den Radiator Shroud, also das Kunststoffgehäuse vorm Wiedereinsetzen, nochmal ein bisschen reinigen, damit das auch dann sauber und rein ist. Jo, ansonsten haben wir es fast geschafft. Es kommt dann Antifreeze rein, also Kühlmittel, Kältemittel, nee, kein Kältemittel, Quatsch, Frostschutzmittel. Und jo, dann lassen wir die Kiste mal laufen. An Starter muss ich natürlich denken, der hängt noch da unten blöd rum. Den sollte ich vorher auch wieder einbauen. Da muss ich mir dann erstmal noch irgendeine Unterlage suchen, weil da unten ist ja alles nass und muss den dann da wieder reinfickeln. Jo, wie man sieht, ist heute ein neues Paket gekommen mit Panzerkombis. Sind jetzt nicht von der Bundeswehr original, sind von Branded. Ist mir scheißegal. XXL passt von der Länge, also von der Fülle. Hätte ich jetzt gesagt, würde mir sogar ein L reichen, aber die hängen halt mit der Länge dann leider zusammen. Und da man an die Spezialgrößen vom Bund schwer rankommt, die sind halt selten, nehme ich halt, was ich kriege. Hauptsache es ist warm und T-Shirt, Pulli, Jacke rutschen nicht immer hoch, wenn man auf dem Boden rumrutscht, weil das mag ich überhaupt nicht, wenn der Rücken irgendwie im Kalten liegt. Schwer erkennbar, aber hier oben, mitten im Bild ist das kleine Loch, das ist der Train-Plug, also das ist das Loch, wo wir hinwollen. Da werde ich jetzt gleich mal ansetzen und werde den Scheiß da rausblastern. Ich glaube, ihr seht das Loch sogar ganz gut, ist geil, oder? Passt. So, jetzt halte ich da mal das Ding dran und sau da mal richtig Wasser rein. Das ist jetzt kein spezielles Tool, das ich da habe, sondern einfach nur irgendein so ein Gartensprühaufsatz, den ich hier zu Hause zufällig rumfliegen habe. Deswegen nutze ich den jetzt auch mal ganz drauf. Also ist irgend so ein Billigmarktteil halt. So. Ja, ich würde mal fast sagen, das funktioniert gut, aber ich soll einmal unterstellen. Macht exakt, was ich mir erhofft hatte. Und daher bin ich sehr happy, weil wir sehen ja, es kommt ekelhafte Scheiße raus. Also machen wir das noch ein bisschen. Thank you.
funktioniert echt gut. Herrlich. Ja, ich denke, man kann sich ganz gut vorstellen, wieso das Kühlmittel absolut nicht sauber ist, nachdem man das ganze Zeug da unten drin sitzen hat und nur den Rest wechselt. Am liebsten würde ich ja die Freeze-Plugs auch noch raushauen und da hinten dran auch noch sauber machen, aber da muss ich auch das Getriebe abnehmen und welche bestellen erst, das machen wir jetzt nicht. Seite 2, ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Zugang ist eigentlich ähnlich gut, ich krieg's jetzt wahrscheinlich gleich voll ins Gesicht, aber wichtiger ist, dass die Scheiße sauber ist. Boah, ich komme da nicht so weit hin, weil der Eimer da jetzt im Weg steht. Aber ich muss das sauber kriegen. Koste es, was es wolle. Passt. So, einmal drunter und hoffen, dass es mir nicht alles ins Gesicht läuft. Hätte ich es geplant. Und auch da Rusty AF, Alter, ohne Scheiß, das ist Wahnsinn. Who cares? Das Gute ist, dass das Ding immer irgendwie Luftblasen mitkriegt. Wahrscheinlich, weil der Anschluss nicht ganz dicht ist. Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht für uns, weil das immer so ein bisschen mehr aufwühlt. So, und am Ende noch ein bisschen braunes Wasser, Farbe ist das letzte, ist klar. Gutes Zeichen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal von oben und dann schauen wir mal, what happens. So, wie erhofft, passt es einwandfrei. Was mich nervt, ist, dass der Anschluss undicht ist. Aber Gardena ist halt so Fluch und Segen zugleich irgendwie. So. Gönnung. Perfekt. Laufen jetzt also aus beiden Löchern Reste raus. Das sieht sehr klar aus. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe. Ich lasse noch ein paar Tropfen durchlaufen, dass das auch alles zu 100% safe ist. Und mache schon mal den Kompressor fertig. So, zur Sicherheit blase ich jetzt erst noch mal ein bisschen Wasser durch den Heaterkorn, ne, dass ich da jetzt wieder ein bisschen was abgesetzt und was jetzt noch raus wird. Ja, wie rum machen wir es? Ich mache es auf der anderen Seite, da geht weniger an den Motor. Also kommt bei euch jetzt gleich der Dreck, beziehungsweise das Wasser, das da nicht drin sein soll. Oh, da kam nochmal ordentlich ekelhaftes Zeug raus, habt ihr das gesehen? Boah, geil. Braune Pisse. Jetzt geht es eigentlich nur wieder ans Zurückbauen. Das heißt, das ganze Prozedere wieder einmal rückwärts, damit wir dann
wieder zusammenbauen können. Schön ist, die alte Thermostatdichtung ist wunderbar rausgegangen, weil die war ja noch lange drin, die ist einmal mit rausgeflutscht. Zack. Das einmal drauf, diese Lasche kommt immer nach vorne eigentlich. Zweite Seite. Wichtig natürlich wieder Drehmomentspezifikation beachten, ganz klar. Die muss ich mir gleich selbst wieder rauf. So, und jetzt ist erstmal wieder zusammenbauen angesagt, quasi um es einfach zu halten. Same way back, wie wir es vorher auch schon auseinandergenommen haben. Das habt ihr ja gesehen, spult das Video einfach rückwärts ab. Dann wisst ihr Bescheid und danach geht's ans Füllen. Also ich komme dann nochmal auf euch zurück, wenn ich den Kühler wieder reinsetze. Den Rest kennt ihr ja schon. So, liebe durchnässte Verfolger, Zuschauer und Abonnenten. Hier nur nochmal als kurzes Beispiel. Diese Urinprobe ist quasi das, was unten nochmal rausgekommen ist beim Spülen. Auch da wieder einen sehr netten Ablagerungsfilm. Huch. Ist noch einiges drin gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt das meiste. Ansonsten entwickle ich jetzt einfach einen Kühlwasser-Inline-Filter, der das innen filtert. Keine Ahnung, da muss es irgendwas Sinnvolleres geben, als es immer auseinanderzunehmen. So, Starter ist wieder dran. Krampf mit dem Bolzen. Oben ist das immer, wenn man nicht alles raus hat. Drainplugs sind wieder drin. Und jo, jetzt geht's an den Fanshroud. Dann kommt der Kühler rein und dann gucke ich mal, dass ich die ganzen Schrauben, die ich da noch so habe, da irgendwo auch wieder reinbekomme. Und dann füllen wir auf. So sieht das gute Stück dann aus. Fresh and new. Jetzt machen wir hoffentlich nichts kaputt. Das passt. Ich hoffe mal, er passt auch. Weil es ist ja zwar ausgemessen, aber man weiß ja nie. Das Ding beinhaltet alles, was wir brauchen. Es sind sogar die neuen, weiß gar nicht, wie sie heißen, die neuen, diese Quick Connects dabei für den Ölanschluss, für den Ölkühleranschluss, wobei ich den ja gar nicht verwenden will. Hatte ich ja schon gesagt. Ich habe ja einen externen Ölkühler da drin und den will ich auch weiter benutzen. Aus dem Grund bleibt das alles wie es ist. Echt geil, dass da alles dabei ist und dass es passt. Geiler Shop. Und da muss man auch wieder sagen, das ist keine gesponserte Aussage, da kriege ich nichts dafür, keinen Rabatt, gar nichts. Der Kühler hat 144 Euro gekostet und nur 6 Euro Versand, kam mit UPS, glaube ich, oder GLS, keine Ahnung, und war wirklich am nächsten Werktag, das war dann halt von Freitag auf Montag, war der da. Problemlos, auf Rechnung, ohne irgendwie groß vorher nähen, nur Vorkasse, pipapo, das hat genau 20 Minuten gedauert, bis ich den Kühler per E-Mail angefragt und bestellt hat. Also Kühler Salzmann, die Adresse kommt hier auch nochmal unten rein, hat die Dinger auf Lager, sicherlich auch für neuere Generationen, neuere Modelle, andere Fahrzeuge, kann ich nur empfehlen. Genau so muss aus meiner Sicht eine Firma agieren, um für die Kunden interessant zu sein, aber wirklich, dass man sagen kann, das ist eine Top-Firma. Also Online-Versandhandel kann jeder, aber wirklich auf Fragen antworten und auch schnell reagieren und kundenorientiert arbeiten. Top. Kühler Salzmann, kann man mit. Sitzt, passt. Schlappert und hat Luft, gibt man hier in Hessen sagen. Ne? Toppi galoppi. So. Der da nicht so viel drin wie eigentlich reingehört, wer sich da noch erinnern mag. Aber hat ja gehalten, von daher will ich mich nicht beschweren. Wasser rein und raus, das sind ein paar Millibar, würde ich jetzt mal tippen, das ist vollkommen egal. So, rein geht einfacher als raus, oben und unten in die Öffnung rein, dann einfach kurz nach unten drücken, dann rastet der ein, das war's auch schon. Kühlwasserleitung fertig, die ist auch wieder okay.
Wir haben die Unterseite schon mit Overflow-Tank dran. Jetzt mache ich noch eben schnell den Riemen wieder drauf, dann setze ich den Spritzwasserbehälter wieder rein und dann können wir eigentlich auffüllen und laufen lassen. So, Schraubenschlüssel habe ich hier im ordentlich großen Motorraum gelagert. Zum Thema Beltrouting, also wie der Riemen laufen muss, habt ihr im Idealfall hier einen Sticker drauf. Da ist der angezeigt, wie der laufen muss. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also wenn man da drauf guckt, normalerweise ist es schon logisch, wenn man den Riemen laufen sieht, wo der lang muss und wo nicht. Das kriegt man eigentlich gebacken. So, dann einmal Spannung drauf geben und den Riemen hier oben drüber um den Eidlerpulli unten rum. Wenn das alles gut aussieht, Spannung drauf. Ich glaube, wir sind gut. Das ist auch so eine Sache, was ich total geil finde. Es gibt so gut wie keine Elektronen im Auto, aber es weiß, wenn es Spritzwasser leer ist. Das ist einfach wichtig, halt, ne? So convenience. So, jetzt kommen noch hier die Lappen wieder dran. Werden wieder verknotet, dass das wieder schön dicht ist. Und dann füllen wir auf. So, ganz kurz und hastig. Leider ist der Akku gleich leer. Habe auch kein Ladegerät in der Nähe. Auffüllen und entlüften. Ganz einfach. Am besten das Auto vorne ein bisschen hochbocken, dass der höchste Punkt der Kühlerauslass ist. Mit Kühlmittel füllen bis Oberkante, also nicht ganz Oberkante, Ausgleichsbehälter, bis Mitte von den zwei Marken voll machen. Starten, laufen lassen, bis die Betriebstemperatur erreicht ist, das Thermostat aufgeht. Und dann merkt man, dass hier der Stand runtergeht und dann füllt man einfach nach, bis er wieder voll ist. Gibt ein bisschen Gas ab und zu zwischendrin, dass die Luftblasen rausgedrückt werden und dann, wenn das alles fertig ist, zumachen, Testfahrt und hoffentlich warme Heizung. Ich werde berichten. Danke fürs Zugucken, sorry fürs lange Video, aber ich denke mal, das war ein ganz guter Einblick in so einen Kühlertausch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über ein Like freuen, über ein Abo freuen und auch über Anregungen und Fragen. Macht's gut.